Wirklich ein schönes Bild auch hier als Schaufensterausstellung. Ihr seid dabei von Fielmann. Ja, wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, ja, da sind wir sofort dabei? Also Frau Krämeier und ich vom Kunstmuseum, wir sind uns 2017 das erste Mal über eine Bildschenkung von Herrn Fielmann begegnet und sind seither im Kontakt geblieben. Und sie kam letzte Woche mit dieser Idee auf mich zu und stand hier im Laden. Und ich habe das dann, also ich war erstmal total begeistert, habe gesagt, von mir aus sofort, ich bin dabei. Allerdings habe ich das mit der Zentrale, mit der Presseabteilung nochmal abgesprochen, mir das okay eingefangen und beziehungsweise abgeholt. Und ja, dann kam die Aktion quasi von Freitag auf heute, auf den Montag zustande. Und es ist ein wahnsinnig tolles Ergebnis. Richtig schön. Ja, war das schon ein bisschen gespaßt. Man könnte schon fast sagen, ein Bildnis von Ihnen, weil blau gekleidet auf jeden Fall eine Dame, die auf die Brillen fast schon schaut, war aber nicht geplant so, oder? Nein, ich wusste tatsächlich auch im Vorfeld überhaupt nicht, welches Bild oder welches Gemälde hier präsentiert wird. Frau Krämeier hat zu mir gesagt, ich darf mich überraschen lassen und die Überraschung ist gelungen. Also wenn man es nicht besser wüsste, könnte man denken, echt, ich bin das auf dem Bild. Deswegen haben wir schon unsere Spätzchen gemacht, ja. Also jetzt auf jeden Fall noch 2 bzw. 1,5 Wochen dann zu sehen hier beim Vorbeigehen. Hofft man jetzt dadurch auch noch mal ein bisschen mehr Kundschaft anzulocken oder ist das jetzt eher wirklich, das ist wirklich einfach für den guten Zweck? Ich bin überzeugt, dass wir Kunden, die auch in der Kunst unterwegs sind und die das lieben und mögen, dass die uns darauf ansprechen werden und die das sicherlich auch besonders schätzen. Für alle anderen Kunden ist es einfach mal eine andere Fielmann-Deko. Das sind sie nicht gewohnt, weil wir ja sonst immer eine eigene Fielmann-Dekoration haben. Und ich bin gespannt. Also ich werde es auf mich wirken lassen und ich bin gespannt, was wir für ein Feedback bekommen, ja, von den Kunden natürlich. Stichwort Kunden, vielleicht in diesen schwierigen Zeiten mal allgemein gefragt, wie geht's euch denn? Ich meine, ihr habt, ich sag mal, in Anführungszeichen jetzt das große Glück, ja noch offen zu haben. Andere sind ja eigentlich alle geschlossen. Ne? Wie geht es uns? Ich glaube, wir können uns der allgemeinen Bevölkerung anschließen. Und ja, wir sind glücklich, systemrelevant zu sein und natürlich auch geöffnet zu haben. Und wir sind froh und dankbar, dass wir unsere Kunden auch weiterhin bedienen können und dass wir unsere ganzen Serviceleistungen anbieten können. Und wir bekommen von den Kunden ein wahnsinnig positives Feedback. Und wie Sie ja selber schon gesehen haben, der Laden ist gut besucht. Es gibt für uns immer was zu tun. Und die Mitarbeiter und ich, wir sind sehr glücklich, arbeiten gehen zu dürfen und halt auch unsere Hilfe anzubieten und sicherlich auch das eine oder andere Mal der Zuhörer zu sein, auch für die kleinen Wehwehchen und die Ängste und auch die Unzufriedenheit der Kunden. Und wir sind glücklich über jeden Kunden, der zu uns in den Laden kommt. Aber dennoch eine ruhige Spremme ist auch nicht gerade das Schönste, ne? Es ist schon beängstigend und manchmal auch erdrückend. Jetzt am Tag, finde ich, geht das. Also wir sprechen auch innerhalb des Teams oft darüber. Aber wenn man abends so in die dunklen Geschäfte gegenüber schaut, also Tchibo, dann auch H&M nebenan, alles ist relativ dunkel, dann ist das manchmal schon beängstigend. Und ja, deswegen schätzen wir es einmal mehr, hier sein zu dürfen, arbeiten zu dürfen und dass die Kunden wissen, dass wir da sind und dass wir unsere Serviceleistung anbieten. In dem Sinne, weiterhin alles, alles Gute und bleibt gesund. Ebenso, das wünsche ich genauso. Danke.